wieder funktioniert. Alles klar. Auf geht's. Oder? Ja, jetzt live. Direkt live. Direkt live. Und go. Okay, wir haben das Duell. Markus gegen Van Kappo. Geht um die Finalteilnahme. Van Kappo ist schon am Springen am Holz. Markus ein kleines bisschen dahinter bisher. Wir sehen ja Van Kappo. Zeigt einfach, wie routiniert er auf dieser Karte ist. Sein zweites Zuhause. Er ist schon schwimmen. Markus ist direkt hinter ihm. Das sieht aus, als wäre Van Kappo einmal gefallen. Das ist gefährlich. Markus macht es aber genauso. Was ist in der Zeit bei Van Kappo los? Er ist schon am Berg. Lässt sich nicht irritieren. Er fällt, steht aber direkt wieder auf. Zügiges Spiel hier. Jetzt muss er fehlerfrei bleiben. Da kann alles passieren. Es ist alles offline, weil Kappo verliert. Bestimmt 15 Sekunden. Markus scheißt sich gerade leider ein bisschen ein. Der braucht einfach die Confidence. Und jetzt ist er da. Jetzt ist er da. Jetzt fängt auch Markus an zu klettern. Jetzt sind sie gleich auf. Einfach aufgrund von den zwei kleinen Sprungfehlern. Von Van Kappo. Markus und Van Kappo auf gleicher Linie. Der Stress ist echt. Der Stress ist echt. Vor allem bei den beiden. Das ist ein persönliches Ding. Wer ist hier der Platzhirsch? Wer ist der Geilste? Das ist hier die Kernfrage. Markus macht auch einen kleinen Fehler. Einen kleinen Fehler. Hat sich jetzt oben die Flash und kann den Gegner vielleicht sogar noch irritieren im entscheidenden Moment. Benny hat die Benny schon durchgekommen. Benny ist jetzt gerade gesprungen, das wird jetzt entscheidend. Jetzt muss. Ah, das war wahrscheinlich jetzt der Teufelsfehler. Die Flash war immer nicht mehr gesehen. Jetzt wird's heiß. Die ist einfach nur oben auf dem Dach vom Creeds Block. Van Kappo ist geklettert. Ist oben auf der Leiter. Und macht das Ding klar. GG, sauber geklettert. Sauber geklettert. Ich meinetwegen wollte irgendwas. Ja. Oh, dieser Block ist so ein Krampf, Alter. Ja, der Block, der tut weh. Alles klar. Das heißt, wir kommen direkt zum nächsten Thema. Und das ist jetzt das Duell.